So, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Wir haben die Patrouillenmission immer noch vor uns, aber wir haben jetzt hier kurz was Neues beschlossen in der Pause zwischen den Folgen. Und zwar, ich kaufe für den Split gleich die M1, die M2 und dann die M2 Plus können wir noch nicht kaufen. Dann habe ich alle nötigen Schiffe, werde sie dann im Hauptquartier einlesen lassen. Dann gibt es da keine Probleme mehr. Dann kann mich der Split-Rang quasi mal gern haben. Deswegen holen wir uns jetzt hier mal kurz 100 Millionen. Geht nicht. Kann nur im 10 Millionen Schritt rübergehen. Okay, dann machen wir es im 10 Millionen Schritt so. Geld überwiesen. So, 252 Millionen, das reicht noch nicht ganz. Wir werden uns vom Schildkomplex noch ein bisschen was holen. Wobei es reicht, weil die, die M2 Plus. Ah, stark im Arm, okay. Mein Diplomat ist also zurück. Geld so. Überwiesen. 312 Millionen, das reicht. Jetzt gehen wir kurz in Zyats letzten Widerstand, weil da gibt es die Dinger. Wobei, Moment, wenn ich die da kaufe, dann muss ich denen einen Sprungantrieb vorbeibringen. Weil die kommen ja da gar nicht raus. Ich schau mal kurz, ob es die auch woanders gibt. Gibt es die auch im Familienstolz? Okay, hier gibt es zumindest die Raptor und die Python. Nein, Chroma, dein Gedanke ist schon richtig. Du hast vollkommen recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich meine, ich bin zwar kein Fan von diesen Split-Schiffen. Außer von der dicken jetzt. Aber bevor ich dieses ganze Martyrium nochmal durchstehen muss, was wir hier jetzt gerade die ganze Zeit gemacht haben, schon seit ein paar Stunden mittlerweile, kaufe ich sie mir lieber, dann habe ich sie und kann sie bauen, wenn ich sie möchte. Das ist schon richtig. So, einmal Raptor bitte. So, mit was können wir dich ausrüsten? Auf jeden Fall mal mit Triebwerkstunings und mit Ruder. Mehr brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nicht. Moment, die Navi-Software brauchen wir noch. Installiert. Schilde sind ja hoffentlich vorinstalliert, oder? Zwar nicht die, die man braucht, aber ja, das, ich glaube, ein 200er Schild oder sowas ist drin, gell? Ja, ein 200er Schild ist drin. Das wird mir hoffentlich keiner wegschießen jetzt unterm Arsch. Der Weg ist jetzt auch nicht so weit. Blitz, nee, braucht man. Mehr braucht man nicht. So, okay, dann noch die Python bitte einmal. So, auch hier Triebwerkstuning und Ruderoptimierung. Ruderoptimierung installiert. Und die Navi-Software. Navigationssoftware MK1 installiert. So. Wir haben es getan. Ja, wäre eine Möglichkeit, aber es ist eigentlich gar nicht nötig. Weil die müssen hier ein Sektor, zwei Sektor, drei Sektor, vier Sektor durchfliegen und hier zwischen Ronkas Feuer und Ronkas Wolken ist ja der Hub. Und die können ja nicht weiterspringen wie zu, also es sind fünf Sektoren, deswegen brauche ich jetzt da nichts suchen. So, jetzt sollte ich sie aber natürlich auch noch springen lassen. Familienstolz. So, mittlerweile ist hier auch noch ein Universumshändler fertig geworden. Mein Delfin-Superfrachter ist immerhin schon mal im Sektor. Das Piratenschiff, das wir nie zugeordnet haben, haben wir auch noch hier. Also noch vieles zu tun. So, Moment, Familienstolz. So. Wir möchten Sie darauf Kommando, hinweisen, Navigation. Dass im holographischen Kino neue Filme angefangen haben. So, die Kammer. Kommando nicht ausführbar. Keine gültige Route zum Ziel. Ja, natürlich nicht. Ah, die fliegen natürlich jetzt nicht durch die Boronensektoren. Andockerlaubnis erteilt. Andockerlaubnis erteilt. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen blöd. Aber irgendwas ist irgendwie immer. Egal, jetzt haben wir die beiden schon mal gekauft. Normalerweise müsste das doch auch Rufgewinn gegeben haben. Nein, hat's nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir zwei so dicke Fische kaufen, dass wir da auch Rufgewinn haben. Hatten wir nicht. Okay, egal.
Also jetzt haben wir die zwei geholt. Wir haben 139 Millionen noch auf dem Konto. Das reicht, um den anderen dicken Fisch zu kaufen. Der ist gut. Den notiere ich mir auch. Roma hat soeben den Titelnamen gesagt. Ihr kennt den ja schon bei YouTube. Denn ihr schaut ja gerade die Folge. Wir kaufen dicke Pötte. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, wir docken aber jetzt nebenbei auch noch ab Autopilot deaktiviert. und kümmern uns mal hier kurz um 2 Ps gleich. Alles klar. Xenon P. Und sehr viele Ns. So. Wir werden mal langsamer. Kann ich gegen 2 Ps auch Angsthase Ziel ist spielen? nun in Feuerreichweite. Verlässt Feuerreichweite. Oh, der fliegt weg. Da muss ich natürlich hinterher fliegen. Ziel ist nun in So. Feuerreichweite. Könnt ihr mal den Argon da in Ruhe lassen? Er hat euch nichts getan. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als So. Belohnung erhalten Sie 5000 Credits. Also 5000 für so ein. Da ist ein Gladiator mehr wert gewesen. Oh, er hat ihn zerstört. Das böse P hat ihn zerstört. So, spielen wir der Ziel Angsthase? ist nun in Feuerreichweite. Scheint so. So, ich habe gewonnen. Xenon M. So. Alarm. Rakete im Anflug. Und etwa eines dieser Ents eine Frachtraum Rakete. enthält nun Hummelrakete. Xenon L. Was, so ein N hat eine Hummelrakete an Bord? Die können die doch gar nicht abfeuern. Oder täusche ich mich? Also, okay, die Xenon dann wahrscheinlich schon. Ist aber auch das einzige N, das eine Hummel abfeuern kann. Okay, hier ist sehr viel los gerade. Meine Schilde sind schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Rakete im Anflug. Frachtraum enthält nun Hummelrakete. Der viel Kleinvieh macht auch Mist in dem Fall. Rakete im Anflug. Frachtraum enthält nun Hummelrakete. Okay, die Hummelraketen sind natürlich schon okay. Die nehme ich gerne mit. Rakete im Anflug. Können wir mal aufhören, Raketen auf mich abzuschießen? Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. Frachtraum enthält nun Moskito-Rakete. Ich sammle die auch unfreiwillig ein die ganze Zeit, aber ist ja auch in Ordnung. Xenon So. M. Jetzt haben wir sie langsam so ausgedünnt, dass sie mir nicht mehr auf den Sack gehen. So. Xenon N. Nächste N. Ich könnte natürlich meine verbliebenen Wespen noch einsetzen. Aber ich erwische sie. Xenon N. Da ist noch ein P. Okay, wenn ich mit dem jetzt nochmal Angsthase spiele, dann könnte es eng werden, weil meine Schilde sind ja schon runter. Der schießt schon auf P. mich. Okay, der war auch relativ knapp. Der Vorbeiflug. So, Schilde sind schon mal unten. So, jetzt spiele ich erstmal keinen Angsthase mehr mit ihm. Ja, ich weiß, die 2% Höhlenschaden, die habe ich mir irgendwann mal ganz am Anfang vom Stream heute geholt. Ich war nur zu faul, sie zu reparieren. So, nächster Anflug bist du tot.
besiegen. Sie haben an Ansehen gewonnen. Xenon M. Ich nehme an, das war der Argon-Rang. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Argon Prime Beta. Banshee-Rakete. Was? Hier ist doch gar kein Schiff von mir. Außer ich. So, was liegt hier noch rum? Agnu-Fleisch liegt hier noch rum. Die Donnerschlag-Raketen, ja, okay. Fliegen wir mal in die Richtung rüber. Aufgabe ist nur nicht erfüllt, oder? Nee. Wir haben 600.000 bisher verdient. Plus die Polizeilizenz. Ah, hier, hier, okay, ein Unihändler ist angegriffen worden, denn hier fliegen nämlich Kampfdrohnen von mir rum. Kampfdrohne. Ah, hier sind noch mehr. Nochmal ein P. Puh. Xenon, P. Also gut. Eine relativ anstrengende Mission. Wegen der Menge halt. Warum hat ihr mal mit Flammen. Schießt ihr mal mit Flammenschleudern. So, dann stürzen wir uns mal ins Getümmel. Unterstützen wir mal die Argon. In Feuerreichweite. So. Oh, meine Schilde sind wieder bei 100%. Ich kann wieder Angsthase spielen. Der ignoriert mich noch, der ist noch mit anderem Zeug beschäftigt. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 5000 Credits. So, nächster weg. Xenon, L. Ah, hier ist der mit den Flammenschleudern. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Könnt ihr den mal in Ruhe lassen? Zu dritt gegen einen ist unfair. Okay, den habe ich weggerammt. So, hier ist noch ein M. Ein L. Kein Ziel. Sonnenkraftwerk. L. Alpha. Jetzt haben wir hier noch Xenon, die Ents, die von meinen Kampfdrohnen schon ziemlich gut bearbeitet worden sind. Komm. Wir haben ja noch 6 Raketen. Xenon, N. Das ist dann der Rest? Ich glaube. Das müsste dann gewesen sein. Feuerreichweite. Ja, okay, die Raketen machen den Rest oder die Kampfdrohne. Kein Ziel. Sehr gut. Kampfdrohne. Haben wir es jetzt geschafft? Ja, mein Argonrang ist hoch. Boron immerhin 2% noch oben drauf. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Splitrang ist gleich geblieben. Auch prozentual. Otas hat sich auch nicht verändert. Es ist immer noch nicht beendet. Wo ist denn noch jemand, bitteschön? Da oben. Noch ein einsames M, oder wie? Xenon, M. Tatsächlich. Okay, den kriegen wir auch noch. Sie ist nun in Feuerreichweite. Den kriegen wir auch ohne Mausflug. Hoffe ich zumindest. Ja. Ich kann es immer noch mit Tastatur, wenn auch nicht so gut. Mission erfüllt, juhu. Wir haben verdient knapp 1 Million. Okay, ist in Ordnung.
Sind jetzt bei 32%, das ist auch in Ordnung. Jetzt haben wir noch eine. Transorbitaler Beschleuniger, Argon Prime, Alpha. Eine Baumission. Wo muss ich denn da nochmal hin? Familie Wii, da müssen wir jetzt kurz hinspringen. Wii? Muss man die Aufgabe auch noch erfüllen? Sprungantrieb wird geladen. 10%. Denn jetzt haben wir bei den Argonen ja wieder ein bisschen gut Wetter gemacht. Jetzt können wir wieder ein paar Split-Aufträge machen, der uns dann ja wieder ein bisschen Argonenrang kostet. Erreiche Familie Hui. Wobei, ich muss bei den Boronen immer noch aufpassen. Ich darf nicht zu tief fallen. Das heißt, ich sollte immer noch irgendeinen Boron suchen. Navigationsbarke. So, dann bau mal. Nein, der Fallgefrachte ist im selben Sektor. Will der jetzt etwa am Mammut andocken? Hat diese Geschichte endlich ein Ende? Das wär der Wahnsinn. Sind wir etwa bei diesem großen Moment live dabei? Über der Zeugen einer geschichtlichen, eines geschichtlichen Ereignisses, wenn das tatsächlich passiert. Dass der Fallgefrachte zurückkehrt zu seinem Schiff, zu seinem Mammut. So, wir haben Aufgabe erfüllt, aber nur noch 17% Boronen. Also wir müssen definitiv Boronenrang pushen. Wir dürfen nicht weiter Split hochdrücken. Denn bis ich die Split hier auf den nächsten Rang hochgedrückt habe, bin ich bei den Boronen tiefrot. Aber wir machen mal kurz Sensor an. Ich möchte wissen, ob der Fallgefrachte wieder vorbeifliegt oder ob er tatsächlich... Ich glaube, er fliegt tatsächlich auf den Mammut zu. Es passiert. Es passiert, das Unmögliche passiert. Der Fallgefrachte kehrt heim. Er ist heimgekehrt. Ich bin sprachlos. Hier ist gerade Geschichte geschrieben worden, die in jedem X-Buch in Zukunft wahrscheinlich sein Kapitel finden wird. Der Fallgefrachte kehrt heim. Ich muss, ihr wundert euch jetzt, dass die Folge anders hieß. Also ihr habt euch vorhin dann gewundert, weil ich werde die Folge jetzt abändern, weil das ist ein viel besserer Titel. Der Falke kehrt nach Hause oder der Falke kehrt heim. Ja, natürlich auf ein neues. Jetzt wird er natürlich wahrscheinlich wieder einen losschicken, der ihm dann wieder ein paar Energiezellen besorgt. Wobei momentan hat er noch genügend. Ah. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt noch circa 13 Minuten. Wir müssen jetzt unbedingt ein paar Boronen finden. Wo findet man die am besten? In angrenzenden Sektoren. Nein, der, ja, den Falkenfrachter hat er tatsächlich nur noch den einen, aber er hat ja noch den, die Moa, die wir ihm zugeordnet haben. So, hier haben wir eine Mission. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikations- Lassen Sie die von Ihnen geforderten Informationen. War schon wieder sehr schwere Mission gegen. Nee, das machen wir nicht. Mit dem Automatisierten. Jetzt wollen Sie von diesem. Schmuggelfahnder, okay, also hier finden wir leider keinen. Also eine sehr schwere Patrouillenmission gegen Xenon und ich vermute mal, da kommen M7. Also da kommen Qs. Wenn ich sogar noch dickere Pötte, das machen wir nicht. Du hattest dasselbe Problem. Also ich weiß, Lars, du bist ja eher selten live dabei, aber du schaust ja meine YouTube-Videos sehr aufmerksam. Da bedanke ich dir auch dafür. Während er ja die MK3-Bausoftware verwendet, lädt er sich ja wirklich effizient auf. Da fliegt er dann halt an einen Ausrüstungsdock oder an den militärischen Außenposten und lädt sich auf und schickt seinen Versorger gar nicht los. Das macht er ja komischerweise nur jetzt. So, aber wir springen jetzt mal hier, rotes Hauptquartier, vielleicht finden wir hier einen Boron. 10%, 20. Also dieser nur, ich meine, jetzt wird er es nicht tun, weil er 1900 Energiezellen hat. Rotes Hauptquartier. Ja, es ist ein bisschen komisch. Moment. Genau, ich wollte ja, das machen wir jetzt noch kurz, bevor ich hier weitermache. Ich wollte nämlich den Fallgefrachter
tatsächlich mit einem Sprungantrieb ausrüsten, damit das eben nicht mehr passieren kann. So, Schiffe in Besitz. Ihr Fallgefragter. Kann ich dem Kommando geben? Nein, aber ich kann den jetzt erstmal entbesitzen. So, erweiterte Optionen, Trägerverwaltung. Fallgefrachter entfernen. So. Er hat 4 Schiffe und die sind alle 5 an. Genau, okay. Gelandete Schiffe. Fallgefrachter, Kommandokonsole. Navigation. Docke an. Kammer Epsilon. Kommando nicht ausführbar. Keine gültige Route zum Ziel. Ich kann jetzt gerade niemanden mehr zu meinem Hauptquartier schicken, das ist bescheuert. Okay, dann bleib erstmal an Bord. Dann soll er erstmal die Mobula benutzen, die hat einen Sprungantrieb drin. Gut, dann müssen wir jetzt unbedingt hier beruhen und so weiter. Vielleicht Sie sprechen hier mit Nein. dem Captain. Schön, das hier könnte etwas knifflig werden. Okay, ich halte zwar Ausschau nach Boron, aber beschütze Ranch M-Beta, genau das werden wir tun. Weil wir kriegen einen Agenten und die brauchen wir gerade auch. Müssen wir mal das zwischenschieben. Da kommen schon Piratenschiffe. Alter, was mache ich denn? So, wer kommt denn? Ah, es kommt wieder ein Gladiator zu uns. Okay. Pirat, Bussard, Angreifer. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Der Frachtraum enthält nun Vesper-Rakete. Hä, wo kam die denn jetzt plötzlich her? Da war doch keine im Weg. Schießt er auf mich? Nein. Er schießt nicht auf mich. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Aber der Centaur schießt auf mich. Okay, der Treffer gehört nicht mir. Pirat, Adler. Das ist ein Adler, kein Centaur. Aber ich flieg da weg. Das ist mir jetzt gerade egal. Das soll die Sektorwache machen. Ich kümmere mich mal um den Kleinkruschtier. Weil der Adler wird zerpflückt. Was ist denn da eigentlich gerade gekommen? Boron Militärhai. Ja, der zerpflückt den Adler von allein. Da brauche ich mich gar nicht einmischen. So, wir haben noch 5 Mal. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ja, das Problem ist, wenn ich den jetzt nicht treffe, treffe ich die Station. Geduld zu Ende! Du gleich auch! Sollten Sie es wagen, eine Einrichtung der Argonischen Föderation anzugreifen, bleibt uns keine Wahl. Wir sind dann gezwungen, im Namen des Präsidenten und Senats... Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 500 Credits. Ach komm, hier. Nimm eine Rakete mit. Pirat, Hallo? Discoverer, Aufklärer. Ist jetzt echt eine Rakete auf die Station? Oh, das ist wieder so dämlich. Dein Tod wird mir Profit bringen. Pirat, Adler. Pirat, Discoverer, Aufklärer. Als ich die Raketen abgeschossen habe, ist quasi eine Rakete auf die Station. Gut, die wird jetzt gleich wieder blau nach Ende der Mission, aber trotzdem. Ranch M. Beta. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Ich überweise jetzt Ihr Geld. Danke. So, jetzt brauchen wir trotzdem noch Boron. Sonnenkraftwerk XL Beta. Dann schauen wir mal da drüben nach. Ja, das ist der Nachteil von Schwarmraketen. Genau. Ich hatte tatsächlich den Gedanken, kurz bevor ich drauf gedrückt habe, aber ich habe es trotzdem Sie getan. Sie sprechen mit dem automatisierten... Was soll's sein? Ich glauben Sie, dass Sie da... Sie sprechen mit dem Automatisierten... Gibt es... Wir benötigen Folgen.
Okay, es sind leider keine Bohnen da. Sie sprechen mit dem automatisierten. Ja, auch nicht. Übertrage jetzt die. Sie sprechen mit dem Automat. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen? Nee, hier hinten haben wir noch was. Jetzt komm, gib mir noch ein paar Bohnen. Das ist klar, jetzt, ich krieg jetzt keine Bohnen. Jetzt, wo ich welche brauche, keine Chance. Bin ich mir sicher. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunik. Gibt es Übertrage? Natürlich nicht. Was ist denn hier unten? Ein Argon-Militärkreis, warum ist der rot? Sie sind mein Feind! Da. Was? Ist das der von vorhin noch? Das muss der von vorhin noch sein. Halt, Moment. Westtor ist keine gute Idee. Westtor ist nämlich Boron. Boron wollen wir nicht. Gut, dann hüpfe ich halt mal hier drei Welten. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Vielleicht finden wir da einen Boron. So, wir haben jetzt noch 3 Minuten, um genau zu sein. Vielleicht finden wir noch einen Boron. Ansonsten ist das die Aufgabe für nächstes Mal. So, wir haben hier natürlich selbstverständlich nur eine einzige Aufgabe. Und die wird bestimmt nicht von einem Boron sein. Sie sprechen mit dem automatisierten Kopf. Gibt es etwas? Ich übertrage jetzt die Daten. Das hier könnte etwas knifflig werden. Sind Sie an dem Job interessiert? Der schönes Geld will ich aber nicht machen. Ach komm, warum finde ich jetzt kein Büro? Das ist unfair. Aber mittlerweile müsste unser Ding abgelaufen sein. Ja, ist es auch. Wir sind wieder bei plus 15. Sorgt das dafür, dass wir langsam wieder steigen? Ne, wir sind noch. Doch, wir sind immerhin schon wieder 2% aufgestiegen. Ja, eine Traumfabrik, die habe ich da mal hingebaut, also für die KI. Weiß, wenn ich sie gebaut hätte, würde sie angegriffen werden. Energiezirkulum. Na gut, ich könnte. Oh, ein Susanova-Prototyp, habe ich den schon? Yaki. Hauen Sie ab! Da zündet! Ein Yaki-Tunbo, was ist denn das? M4 Plus, das gibt's auch. Ein M5 mit 25er Schilde. Ein M4. Ja, jetzt rentiert sich das mit dem Diplomaten eventuell. Moment, genau, wir könnten mal schauen, was ein Diplomat jetzt erreichen kann. Mal ihn hinschicken. Aktionsruf steigern. Ne, wir sind immer noch bei 86%. Also wir steigen, ja gut, wir steigen etwas höher, also mehr Prozente, aber ich will wenigstens einen Rang hochgehen. Und so müsste ich jetzt den kompletten Einfluss aufbringen, müsste dann wieder einen zum Einflusssammeln hinschicken, um dann den gesamten Einfluss wieder aufzubrauchen. So wollen wir nicht arbeiten. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikation. Gibt es etwas? Wieder nichts. Sie wieder sprechen kein mit Büro. Dem Automatisierten. Diese Mission. Sie sprechen mit dem eventuell werden Sie es ein wenig schwierig finden. So 2 Millionen, ja komm, wir nehmen dich mit. Wir fliegen eh da runter. Sonnenkraftwerk L Beta. Ja, im Prinzip, ja, du hast recht, wahrscheinlich. Wir sind sicher an Bord. Wahrscheinlich kann ich froh sein, dass ich den Rang aufgewertet habe. Teladi zum Profit. So, Linie der Energie. Genau da wollte ich hin, selbstverständlich. Sprungantrieb wird geladen. Und einmal zum Abschluss noch an noch ein bisschen Nervenkitzel ran an die Sprungboje. Erreiche Linie der Energie. So immer straight wegfliegen, bevor man was Nachricht. Macht. Was ist jetzt passiert? Oh, wir haben jetzt schon den 13. fertig. Dann können wir das nächste Mal sogar mit 13 angreifen. So, da können wir beide nicht anfunken, sind zu weit weg.
Vermute, wir finden keinen. Die zwei funken wir noch an, nachdem wir hier angedockt haben. Und dann schauen wir mal, ob wir noch im Büro einen finden. Vermutlich wird es heute nichts mehr. Dann müssen wir das nächste Woche angehen. Beziehungsweise in der nächsten Folge dann. Teladi entbieten Ihnen Dank für die großzügige Hilfe. Sie gerne, sprechen gerne. Mit dem Automatisierten. Ja, natürlich nicht. Wieder Xenon Praturo. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Was du wollen von sogar Splits in hier. Ja, ein Split-Auftrag wäre auch nicht so schlecht, aber. Nee, Norden, wo das Hauptquartier, da waren wir gerade. Wir fliegen mal wieder ins gute alte Tranto in unsere Heimat. Da war ich schon sehr lange nicht mehr. Viel beschäftigt. Ich muss den Büronrang nur um ungefähr 20% nach oben bringen. Dann würde mein Diplomat wahrscheinlich genügend Erfolg haben, um einen Rang aufsteigen zu lassen. Und mit einem aufgestiegenen Rang können wir in den äußeren Sektoren wieder Aufträge erfüllen. Das heißt, ein einziger Barone würde reichen, vermutlich. Natürlich nicht, wenn es ein einfacher Auftrag ist. Ja. Paraniden finden wir hier sogar. Freie Argon Handelsstation. Ja, wenn du nächste Woche nicht da sein kannst, schade natürlich, aber siehst du es vermutlich etwas später. Oder es kommt wieder so viel dazwischen, dass es jetzt übernächste Woche gemacht wird. Seid ihr nicht so sicher, dass es tatsächlich nächste Woche gemacht wird? Sie sprechen mit dem Automatisierten. Gibt es etwas? Ich übertrage jetzt die Daten. Das hier könnte etwas knifflig werden. Ohne Argon, Raketenfabrik, Feuersturm in Sektor Heimat des Lichts Delta. Will ich das bauen? Ich weiß jetzt nicht, was die im Einkauf kostet. Feuersturmraketen baue ich gar nicht selbst, glaube ich. Stunde 14. Moment, was war das? Heimat des Lichts Delta. Kann man. Halt mal kurz an, kann man da reinspringen? Heimat des Lichts Delta. Nein, da kann man nicht reinspringen. Deswegen dauert das so lang. Deswegen ist auch die Bezahlung so hoch. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall docken wir jetzt an, weil wir werden keinen mehr finden. So schnell, zumindest. Andockvorgang erfolgreich. Gibt's bei Wolkenbasis Südost? Und Senators. Es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord. Kann ja fast nicht sein. Oh, ich kann mir hier nicht mal mehr alles kaufen. Handelsnetzwerk hergestellt. Nee, die gibt's. Doch, Raketenfabrik Feuersturm. Habe ich die etwa in meinem Raketenkomplex nicht drin? Tatsächlich, ich habe gar keine Feuersturmraketen hier drin. Warum denn nicht? Das muss man nachholen. Ja, mach mal, Gromer, sehr gerne. Das muss ich mir aufschreiben. Feuersturmraketen müssen in den Raketenkomplex mit aufgenommen werden. Eindeutig. Aber das geht ja gar nicht. Ich weiß, ich habe nach wie vor nicht alle Raketen drin, aber eine argonische Rakete, die hier nicht produziert wird, das geht gar nicht. So. Gut, jetzt machen wir einen Cut. Sind wir schon wieder über die halbe Stunde deutlich raus. Wie gesagt, unsere Aufgabe in den nächsten Folgen oder hoffentlich nur in der nächsten Folge. So, jetzt klappt's. Unseren Boronrang nach oben pushen. Und zwar so weit, dass wir da wieder drin agieren können. Dann im Gegenzug den Split noch weiter nach oben pushen, damit wir endlich dieses Schlachtschiff kaufen können. Also viel zu tun. Und wenn wir das erledigt haben, dann kümmern wir uns mal endlich um die Aran. Also ich hoffe, es funktioniert nächste Woche. Aber seid euch nicht so sicher.
So, okay. Ja, also, Achtung, Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. 8, 7.